Heute erkläre ich dir anhand von 5 Punkten, wie du erkennen kannst, ob dein Sattel passt. Wichtig, wenn du vielleicht demnächst wieder einen Sattlertermin hast, dass du schon mal weißt, worauf du achten musst und ja, dann einfach noch ein bisschen auf der sichereren Seite bist. Wir haben 5 Punkte, wie schon gesagt. Es ist einmal die Schulter, dann haben wir die 18. Rippe, die verläuft hier. Dann haben wir die 12. Rippe, wir haben den Widerrist und wir haben den Rücken, den wir uns angucken. So, wir fangen mal an der Schulter an. Die Schulter kann man eigentlich ganz gut erkennen. Na, das ist hier dieser harte Bereich, da kannst du mit der Handaußenseite mal langfahren. So, und dann nach hier oben gehen und schauen, wo ist dieses harte vorbei. Ja, da geht es dann hier ungefähr entlang. So, können wir gleich nochmal einen Strich ziehen. Ganz normale Straßenkreide, das könnt ihr auch bei eurem Pferd machen. So, hier lang fühlen, dieser harte Bereich. Hier in diesem Bereich liegt der Schulterblattknorpel. Ja, das ist, wie gesagt, der liegt so oben über dem Schulterblatt oder auf dem Schulterblatt auf. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt später. So, das ist ein bisschen weiter hinten. So, da haben wir einmal die Schulter. Dann gucken wir uns als nächstes die Rippe an, die 18. Da gehen wir hier mal einfach am Bauch des Pferdes entlang. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, manche Pferde sind ein bisschen kitzlig, wie er gerade. So, und dann gucken wir mal, wo wir die Rippe erfüllen können. Da müssen wir wirklich ein bisschen tiefer mit den Fingern rein. So, und dann gucken, wo ist der letzte Punkt, wo ist es hart. So, finde ich hier. So, und dann gehe ich mit den Fingern in so einem leichten Bogen nach oben bis zur Wirbelsäule oder den Dorn fortsetzen. So, das wäre hier ungefähr. So, das wäre, ja, ist manchmal ein bisschen unangenehm für die Pferde, wenn man das mit der Kreide macht. So, das wäre hier die 18. Rippe. So, dann geht man von der 18. Rippe aus nach vorne, fühlt die anderen Rippen ab, 17., 16., 15., 14., 13., 12. Rippe. Geht man wieder nach oben. Zeichnet hier nochmal nach. Da ist ungefähr die 12. Rippe. Erkläre ich gleich nochmal, wofür das alles wichtig ist. So, dann der nächste Bereich ist der Widerrist. Da guckt ihr euch einmal den Punkt an, wo die Mähne zu Ende ist. Einmal den Punkt, wo der Widerrist dann sozusagen in den Rücken übergeht. Das wäre hier. So. Und dann führt ihr das so hier unten zusammen. So, und der letzte Punkt. Auf der Wirbelsäule könnt ihr hier entlangfahren mit den Fingern. Könnt auch mit 2 Fingern rechts und links entlangfahren, gucken, wie breit ist die Wirbelsäule ungefähr, beziehungsweise die Dornfortsätze. Und dann könnt ihr von dort ausgehend mit den Fingern nach unten fahren und gucken, wo ihr, ja, dann, wo es anfängt, so einen Übergang zu geben. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, das ist wie so eine kleine Welle. Das ist dann der Rückenmuskel. Und der Rückenmuskel, müsst ihr euch die Breite angucken, der fährt mit den Fingern, wie gesagt, noch ein Stückchen runter. Und der ist hier bei ihm hier ungefähr vorbei. Da kommt wieder so eine Welle. So, heißt hier ungefähr. So, und hier oben fängt er neben den Dornfortsätzen an. Das wäre ungefähr hier. So, und heißt, das ist schon zu weit. Das hier wäre die Auflagefläche vom Sattel. Ja, da darf der Sattel aufliegen. So, und das gucken wir uns jetzt auch mal anhand eines Sattels an. Ich habe 2 Sättel hier. Die probieren So, hier haben wir das auch eingezeichnet. Das ist bessere Verständnis. So, sieht man das hier noch richtig? Also, wir gucken hier wieder. Schulterblatt verläuft hier unter den Sattel so ein bisschen. Das ist nicht so ganz ideal. Also, den Sattel vielleicht noch ein bisschen zurück, sodass hier das Schulterblatt wirklich nicht vom Sattel verdeckt ist. Das Schulterblatt rotiert in der Bewegung, das heißt, wenn das Vorderbein nach vorne geht auf der Seite, gleitet das Schulterblatt unter den Sattel runter. Deswegen muss hier auch dementsprechend Platz sein. Ja, also kannst du mit der Hand dann mal so durchgleiten und wenn du merkst, da ist kein Widerstand, dann ist das schon mal gut. So, nächster Punkt wäre, wir gucken uns an, wo die 18. Rippe endet. Das ist hier in dem Bereich und wie man gut sehen kann, liegt der Sattel noch vor Ende der Auflagefläche auf. Ja, also
Auflagefläche ist immer das, wenn der Reiter dann auch auf dem Sattel drauf sitzt, ne, und der Sattel sich dann noch ein bisschen runterdrückt, muss man gucken, ne, wo liegt er dann noch auf und wo ist Ende Auflage, aber das passt hier bei dem Sattel. Ja, der ist nicht zu lang. Dann der nächste Punkt, auf den wir gucken. Hier hatten wir den Schwerpunkt hier eingezeichnet auf der Seite. So, und wenn man jetzt mal nach oben in den Sattel reingeht und guckt, ist das hier ungefähr der Schwerpunkt, da muss man sich mal an die Seite stellen. Da kann man nochmal dieses Stück Kreide, was man vorher schon hatte, nehmen und kann das hier mal hinlegen und schauen, rollt es irgendwo hin oder liegt es im Schwerpunkt. Das liegt hier ganz schön im Schwerpunkt, vielleicht ein bisschen zu weit vorne, aber das wäre jetzt Jammern auf hohem Niveau. So, und dann muss man sich auch angucken, das hatten wir vorhin auch schon gesagt, der Bereich, wo der Widerrist eben hin und her schwingen muss. Und auch der Widerrist bewegt sich, wenn das Pferd läuft. Es bewegt sich nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Das heißt, hier muss dementsprechend auch ausreichend Platz sein. Ne? Dafür auch diese Markierungen vorne. So, ist hier tatsächlich fast ein bisschen eng, würde ich sagen. Aber würde vielleicht gerade noch so gehen. So, und als nächstes müssen wir einmal nach hinten schauen. So, und dann können wir hier in den Kissenkanal reinschauen. So, und da sieht man, man hat rechts und links ausreichend Platz, selbst wenn der Reiter drauf sitzt. Das muss man sich natürlich auch immer noch mal angucken, wenn der Reiter drauf sitzt. Aber dass die Kissen nicht auf der Wirbelsäule oder auf den Dornfortsätzen aufliegen und dass die Dornfortsätze auch nicht während der Bewegung die Kissen berühren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen ja unser Pferd, wenn wir jetzt ein bisschen gymnastizierend reiten, auch in Biegung reiten, das ist ja ganz wichtig. Und wenn das Pferd sich dann biegt und der Sattel zu eng ist, also der Kissenkanal zu eng ist, dann kann es passieren, dass die Dornfortsätze eben anstoßen und das ist dann fürs Pferd unangenehm. Ja, es ist hier aber soweit ganz gut. So, was wir noch machen wäre, ihr nehmt eure Hand, hier vorne am Widerrist einfach mal runtergehen auf Höhe der Sattelkissen und dann nach hinten mal durchgleiten und gucken, ob der Druck gleichmäßig ist von den Sattelkissen oder ob ihr merkt, das ist irgendwo mehr Druck. So, und ich merke jetzt hier, dass hier in dem Bereich, also da, wo der Schwerpunkt des Sattels auch ist, dass da mehr Druck ist. Also das heißt, da ist zu erwarten, wenn ich mich jetzt auch noch raufsetzen würde, dass sich der Druck hier sammeln würde, ne? Und hier hinten würde er wahrscheinlich so ein bisschen wackeln, der Sattel. Also der ganze Sattel würde vermutlich wackeln. Also dieses Hoch- und Runtergewackel hätten wir dann vermutlich. Und woran liegt das? Kann daran liegen, ich vermute, dass es daran liegt, dass das Pferd hier einen sehr geraden Rücken hat, so eine geschwungene Rückenlinie. Der Sattel ist aber eher, Sattelbaum hier bei dem Sattel ist eher geschwungen. Dementsprechend brauchen wir hier einen Sattel für das Pferd, der eben nicht so einen geschwungenen Baum hat. So, und dann können wir uns mal den anderen Sattel angucken.